Hallo, guten Tag und herzlich willkommen auf dem diesjährigen Full Force. Ich bin ganz aufgeregt, weil ich schon so lange kein Video mehr gemacht habe. Wie wir alle wissen, das ist Full Force ja gefühlt jetzt auch schon 1000 Jahre her. Und wir spielen jetzt, also es ist übrigens Freitag. Wir haben 15.46 Uhr. Wetter ist mäßig. Das ist unser Tanzbereich hier. Schönes Zelt mit diesen wahnsinnig sexy beklebten Rettungsdecken. Das ist unser Schloss. So, dieses Spiel nennt sich Schubsen. Sophie ist Kantenrichterin. Schubsen! Schubsen! Und ich habe es ehrlich gesagt noch nicht so richtig verstanden. Warum jetzt 0-1? Schubskumpel. Das ist der Schubskumpel. Ja, zwischen Berliner und Luft, oder? Oh. Das sind unsere Berliner Luftbecher hier, sponsert von Berliner Luft. Wer zuerst viel leer hat, hat verloren. Prost! Ja, und da drüben ist Tod und Verderben. Und hier ist so, es ist so warm, wir wollen sterben. Oh, dicke Beats für the Rhyme, du weißt, was ich meine. Wir haben übrigens verloren. Guckt mal, wie geil dieses Gerät ist. Da tritt man drauf. Und dann kommt der Handdesinfektion raus. Ich sehe was, was ihr nicht seht. Und das ist pink und sexy. Es ist ein Blöb im Hasenkostüm. Es ist ein Blöb im Hasenkostüm. So, zurück zu Mutti. Zähne putzen für heute habt ihr erledigt. Dankeschön, Mami. Es war mir ein. I want to see a wall of death right now. Oh,
Hugs. Krieg noch einen Hug? Na klar. Oh, ich danke dir. Ich danke dir. Oh no, wir haben uns verfangen. Ach so, deine Sachen. Ja, stimmt, das fand nämlich. Ich bin süchtig nach dir, weißt du nicht, dass ich giftig bin? Diddle, der Mäusedetektiv, löst jeden Fall! Yeah. Diddle, der Mäusedetektiv, auf jeden Fall! Boogie! Es ist Samstag. Ich wollte auf die Uhr gucken, ich habe meine Uni um. Wir waren ja irgendwie versehentlich bis 6 Uhr wach. Meine Stimme ist ganz schön im Arsch. Und ich werde heute duschen gehen und da freue ich mich richtig drauf. Wenn ihr verliert, verprügel ich euch. Oh, ist das Ansporn genug? Ja. Verprügel euch mit meiner Liebe. Oh. Sehr schade. Kick mal, da bringt jemand unser Bier. Haha, lololololol. Das hört ihr bestimmt ganz selten, den Witz. Kalt, kalt. Weiß was. Ist auch nur ein bisschen warm. Schau mir the real me. Das ist Metal. Richtig Metal. So was von Metal. Gib mir die Wahl. Oh, scheiße. Fantastisch. Und wieder hier rein, bitte.
Nanu, was ist denn hier los? Die Alte ist schon zu Hause, ist das Video schon vorbei? Ja, leider, tatsächlich ist das Video schon vorbei. Ich habe nämlich ein sehr beschissenes Souvenir vom Full Force mitgebracht, und zwar Corona. Und deswegen musste ich leider das Full Force für mich früher abbrechen. Ich bin am Sonntag aufgewacht und dachte, mich trifft der Schlag, weil es mir so beschissen ging. Wirklich, ich habe so viel geweint den ganzen Vormittag über, weil ich solche Schmerzen hatte. Ich hatte das Gefühl, ich habe Macheten in den Ohren und im Hals und ich konnte nicht schlucken und nicht reden. Und mir ging es einfach wirklich richtig scheiße. Nicht nur körperlich, sondern ziemlich schnell ist mir bewusst geworden, ja, für mich ist jetzt hier Schicht im Schacht. Und dann habe ich natürlich deswegen auch super viel geweint, weil der Gedanke, jetzt irgendwie das Full Force früher abbrechen zu müssen, hat mir super krasses Herz gebrochen. Ich glaube, jeder von euch kann nachvollziehen, wie beschissen es ist, wenn man 3 Jahre darauf wartet und ja, dann halt einfach früher fahren muss. Und ich hatte natürlich im Hinterkopf, scheiße, ich habe so viel noch gar nicht gefilmt und jetzt fehlt mir der ganze Sonntag und ich habe das noch nicht gemacht und ich habe das noch nicht gemacht und ich habe mein Essen gar nicht gefilmt. All so eine Sachen sind mir durch den Kopf gegangen und es tut mir super leid, ja, dass halt jetzt so viel fehlt. Und das Video ist ja jetzt auch sehr spät erst da. Ich habe nämlich immer noch mit Long-Covid-Angelegenheiten zu tun und bin immer noch nicht so richtig auf dem Dampfer und hoffe natürlich, dass sich das bald widerlegt. Aber ich hoffe natürlich, dass es nächstes Jahr dann umso besser wird. Ich fand es auf jeden Fall super, super, super schön. Ich war super happy. Das Einzige, was mich richtig angekotzt hat, war halt diese krasse Hitze. Aber abgesehen davon war ich einfach nur glücklich, wieder da zu sein, so viele von euch zu treffen, mit so vielen von euch Eulen auszutauschen oder Eulen zu verteilen, wie auch immer. Ich habe hier auch immer noch eine auf dem Tisch zu liegen. Und ja, ich hoffe natürlich, dass es euch trotzdem gefallen hat, was ihr bisher gesehen habt. Und ich würde mich natürlich wie immer freuen, wenn ihr mir Däumchen nach oben gebt. Am allermeisten freue ich mich wie immer über Kommentare und natürlich, wenn ihr meinen Kanal abonniert, auch wenn es auf meinem YouTube-Kanal ja wirklich sehr still geworden ist. Aber ansonsten könnt ihr mir natürlich auch auf Instagram folgen, da mache ich eigentlich ziemlich viel. Und wenn ihr Bock habt, erzählt mir doch, was euer Full Force Highlight war oder vielleicht euer generell euer Festival Highlight und wie es so war, nach so langer Zeit festivalmäßig wieder loslegen zu können. Ich hoffe natürlich, ihr seid alle gesund nach Hause gekommen und wir sehen uns dann bald wieder. Ob nur in echt oder in diesem Internet. Macht's gut!